Kultur ist etwas sehr Mächtiges in Organisationen und in der Familie. Und Kultur hilft im Miteinander und gleichzeitig steht Kultur immer mal wieder im Wege. Ich habe eine Geschichte von Weihnachten gehört, von Betty und Alpakas, die ich euch unbedingt erzählen möchte, die deutlich macht, wie ihr Kultur aufs Korn nehmen könnt. Here we go. Auf ein Glas. Ich habe mir heute mal was Heißes eingeschenkt. Eine heiße Schokolade nennt man das. Mit so einem Schluck 43er. Herrlich. Ist kalt draußen. Und es erinnert mich an eine Geschichte, die ich euch in diesem Rahmen erzählen möchte. Sie ist erst zu Weihnachten passiert, deswegen passt sie fast noch in diese kalte Jahreszeit. Und zwar eine kleine Kulturgeschichte. Verbunden mit einem kleinen Aha-Erlebnis, was ich dabei hatte und an dem ich euch teilhaben lassen möchte. Und diese Geschichte geht von einer Freundin von mir, nennen wir sie einfach mal Betty. Betty hat einen Freund und der Freund hat Eltern und die Mutter von Bettys Freund hat irgendwann mal mitbekommen, dass Betty auf Alpakas steht. Also diese kleinen, diese possierlichen Tierchen mit dem Höcker. Und Betty mag diese Tiere. Sie guckt sie sich vom Weiten an, sie macht Fotos, sie fährt dahin, wo die leben. Reitet man auf Alpakas? Ich weiß es nicht. Sie mag die einfach, Punkt. Was sie nicht so sehr mag, sind irgendwelche, ich sag mal, Devotionalien von Alpakas. Also modellierte Alpaka-Figürchen oder eine Garderobe in Alpaka-Form oder ein Mobile, was man sich vielleicht draußen hinhängen kann mit so kleinen Alpakas drauf oder ein Geschirrhandtuch mit Alpakas drauf. All das ist nicht so ihr Ding, was nicht an den Tierchen liegt, sondern an diesen Gegenständen, die sie einfach nicht braucht oder schlicht und ergreifend nicht mag. Aber Bettys vermeintliche Schwiegermutter, ich will mich da nicht zu sehr in die Familienverhältnisse reinmischen, ich nenne sie aber mal so, die will gerne Betty immer was mitbringen. Das ist, man könnte sagen, kulturell bei der Schwiegermutter hinterlegt. Das fühlt sich richtig und fühlt sich gut an, was mitzubringen, wenn man zum Beispiel zum Weihnachtskaffee trinken eingeladen wird. Und so bringt sie Betty immer irgendwas mit Alpakas mit. Inzwischen fühlt sich Betty damit nicht so ganz wohl. Sie hat sich sogar schon mal dabei erwischt, dass sie diesen Gegenstand, den sie beim letzten Mal geschenkt bekommen hat, obgleich sie ihn nicht mag, aufbewahrt hat und dann wieder hingestellt hat, kurz vor Weihnachten, damit die Mutter ihres Freundes den Eindruck hätte, sie würde es doch wertschätzen. Was natürlich ein Stück weit nach hinten losgeht, weil die Schwiegermutter denkt jetzt, ach guck, die mag diese Sachen, die ich ihr schenke. Schenke ich ihr doch noch mehr davon oder noch größere Sachen oder einfach immer und immer wieder. Also ein unglücklicher kleiner, Teufelskreis, klingt schon ein bisschen hart, ist ja alles ganz nett gemeint und alles ganz höflich. Ein bisschen nervt's, aber mehr auch nicht. Aber Bettys Freund, der ist wirklich nicht um einen guten Spruch verlegen. Er liebt seine Freundin und seine Mutter, wie ich den Eindruck habe. Und beim letzten Mal, dieses Jahr eben zu Weihnachten, kam die Mutter von Bettys Freund wieder. Diesmal mit so einem, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es selber nicht gesehen, so einem leicht im Rostton befindlichen Aufsteller, den man sich ins Wohnzimmer stellen kann, als Schmuck, als Deko, ne? In Alpaka-Form, man ahnt es kaum. Und brachte sie wieder mit und erhoffte sich nun ein freudiges Aha von Betty. Das kam auch so einigermaßen, aber jetzt übernahm Bettys Freund das Kommando und sagte, wie aus der Pistole geschossen und zwar klar hörbar für alle Beteiligten im Raum, also die Eltern von Bettys Freund, Betty und ihr Freund, sagte er, ach, danke dir, Mama, wir verkaufen das morgen gleich bei eBay. Und lächelte dabei süffisant. Wunderschön. Das hat das Ganze fast schon über mehrere Jahre stattfindende Kulturmuster ins Wanken gebracht, in Unwucht gebracht, vielleicht sogar durchbrochen. Es wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Aber jetzt ist die Sache mal ausgesprochen. Jetzt liegt sie auf dem Tisch.
Jetzt ist die Chance da, nicht die Garantie, aber die Chance, dass jetzt jeder Bescheid weiß, dass das eigentlich nicht die richtige Art und Weise ist, miteinander umzugehen. Jedenfalls ist die Grundannahme, die dahinter, nämlich Betty Mark Alpaka-Figürchen, eben nicht stimmt. So, kleine, amüsante Sache. Aber wie gesagt, sie bringt mich auf einen schönen Merker, der auch in Unternehmen und Organisationen sehr zum Tragen kommt. Denn zwischenmenschliche Phänomene sind auch in Organisationen immer wieder zu beobachten. Insbesondere kulturgeprägte Phänomene haben es mir dabei angetan. So habe ich zum Beispiel erlebt, dass eine Gruppe Topmanager, Damen und Herren gleichermaßen, geschlossen aufstehen, wenn der Inhaber, wie üblich als Letzter, den Meetingraum betritt. Wohlgemerkt, das war im Jahr 2019, als ich das erlebt habe. Wie so in alten Heinz-Rühmann-Filmen, wenn der Lehrer den Raum betritt. Total kurios. Drauf angesprochen? Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, machen wir wirklich, tatsächlich. Okay. Also ist gar nichts Besonderes. Oder auch erlebt vielfach in Meetings, alle Beteiligten eiern irgendwie die ganze Zeit rum in den Meetings. Sonst sind es ganz gefestigte Persönlichkeiten, die in der Lage sind, schnell und klar zu entscheiden. Aber in den großen Meetings sitzt man rum, eiert, windet sich um jede Entscheidung, vertagt lieber oder startet nochmal ein Vorprojekt, was ja vor allem auch wieder Zeit bringt. Und auch hier wieder jeder Einzelne fragt, fühlt sich regelrecht schlecht, weil es ja einfach nicht weitergeht. Und eigentlich möchte ja jeder, dass es weitergeht. So, das sind Kulturmerkmale. Es gibt noch viele mehr und ich will diese kleine Anekdote hier nicht dazu verwenden, ein ganz umfängliches Kulturverständnis zu diskutieren. Aber ein Element steckt da drin, nämlich Kultur ist das, was sich gut und richtig anfühlt. Jedenfalls in zwischenmenschlichen, in Gruppen, in sozialen Systemen, so könnte man das sagen. Es fühlt sich richtig an, aufzustehen, wenn der Alte den Raum betritt. Es fühlt sich richtig an, nicht sofort zu entscheiden. Die anderen tun es auch nicht. Das ist hier offenbar anständig, dass man so macht. Es fühlt sich richtig an, der künftigen Schwiegertochter Alpakas mitzubringen. Das ist Kultur. Und das ist auch überhaupt nicht schlecht, denn Kultur ist ein Komplexitätsreduzierer. Wie gut, dass es Kultur gibt, das Händeschütteln ist, jedenfalls wenn es nicht Corona-bedingt eingeschränkt wird, ist ein Kulturmerkmal, das man nicht groß erklären muss. Man muss gar nicht kommunizieren, warum reiche ich die Hand, was macht man damit, wie lange hält man die fest. Das ist in der Kultur quasi verankert, jedenfalls in der westlichen Welt. Und dann macht man das so und es fühlt sich gut an und richtig an und ist auch gar kein Problem für niemanden. Aber es gibt natürlich auch Kulturphänomene, die sind unangenehm für Einzelne oder sogar schädlich für die gesamte Organisation. Zum Beispiel das Rumeiern in Meetings, wo Entscheidungen ausgesessen werden. Wie wird man der Sache nun Herr? Wie kann man das nun verändern? Nun, auch hier wieder mag es viele Möglichkeiten geben, aber die Idee von Bettys Freund, die kann auch helfen. Und zwar ein Kulturmerkmal überzeichnen. Nicht sehr stark, nur ein bisschen. Eine kleine Idee mit einer Prise Humor. Humor ist in diesem Falle nicht einfach nur amüsant, sondern ein wichtiges Ventil, um solche scheinbaren Paradoxien oder Übertreibungen besser zu verarbeiten. Damit können auch alle anderen dafür sorgen, dass sie nicht ihr Gesicht verlieren, denn es ist ja ein kleiner Scherz damit verbunden. Also mit einer Übertreibung, Überzeichnung, manche sagen Paradox, eine paradoxe Intervention daraus zu machen, ein Kulturmerkmal zu beschreiben, aber wichtig, immer cora publicum. Also im Meeting selbst, nicht im 1:1 Gespräch mit irgendjemandem, sondern vor allen, so dass alle anderen hören, dass alle anderen es jetzt auch wissen. Denn das ist für Kulturmerkmale meistens nicht untypisch. Jeder einzelne Akteur weiß darum, aber gemeinsam spricht man nicht drüber. Man könnte also etwas wissenschaftlicher ausgedrückt sagen, das soziale System hat keine Kenntnis darüber, obgleich alle einzelnen Akteure darüber Bescheid wissen. Deswegen versucht's mal, vielleicht im Familienkreis, wobei der Familienkreis immer ein bisschen heikler ist,
Aber versucht es mal im Unternehmen, wenn ihr ein Kulturmerkmal auf den Tisch bringen möchtet, es irritieren möchtet, es in Unwucht bringen möchtet, legt es auf den Tisch, überzeichnet es ganz leicht, versucht es mit einer Prise Humor, wenn ihr eine Idee habt, wie man das humorvoll machen kann. Wenn nicht, lasst es vielleicht besser bleiben. Aber wenn ihr eine habt, drauf damit auf den Tisch, leichter mit Lächeln und Hoffnung haben, dass weiterhin darüber gesprochen wird. In dem Sinne, auf Alpakas und auf ein Glas. Macht's gut.